Hallo Internet und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Nachdem wir letztes Mal das Thema QLED und OLED behandelt haben, kommen wir heute mal zum Thema Curved. Und da finde ich die Diskussion ja ganz interessant. Es gibt ja viele Leute, die sagen, dass ein Curved-Monitor für die sehr angenehm ist. Warum? Einfach die Ecken außen kommen einem näher, trotzdem bei einer großen Fläche. Beispiel ein 27 Zoll Monitor. Ich sitze einen halben Meter davon entfernt. Die Mitte ist natürlich deutlich näher an mir dran als die Seiten und dafür hat man dann Curved, sodass die Kanten, also alles was außen ist, wieder näher zu einem ist. An sich ist das ja ein richtig cooler Vorteil, muss ich sagen. Jedoch macht das für mich in der Praxis keinen Unterschied. Ich habe selbst schon mal an Curved arbeiten können, habe damit probieren können, sowohl Videoschnitt als auch Gaming und es war für mich ehrlich gesagt kein Mehrwert. Ich habe den Unterschied nicht gemerkt und bei Fernsehern ist es genauso. Und dabei liefert Curved entscheidende Nachteile. Das erste ist natürlich, es ist deutlich teurer. Das zweite, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, sehen die meisten Curved-Geräte einfach nur hässlich aus. Und das dritte, Curved spiegelt. Die meisten Curved-Geräte sind nämlich glänzend und haben keine matten Scheiben. Und durch diese Curved-Verformung, alles spiegelt. Das sind Lichtblitze, das ist furchtbar. Deswegen, sobald die kleinste Lichtquelle im Raum ist, man kann damit dann nicht mehr richtig zocken oder Filme nicht mehr richtig genießen. Und das finde ich schade an Curved. Deswegen, Curved wurde damals bezeichnet, das ist die Zukunft, das bringt es. Aber ganz ehrlich, Curved hat für mich in meinen Augen absolut versagt. Ich meine, wer hat sich das gedacht, hat auf einen normalen Bildschirm geguckt und gedacht, ja, wir machen den jetzt krumm, das ist bestimmt besser. Okay, es mag wirklich Leute geben, die finden Curved angenehmer, vielleicht gehörst du dazu. Dann schreib es mal unten in die Kommentare und auch welchen Curved-Monitor du denn hast oder welchen Curved-Fernseher. Ich persönlich sehe allerdings keinen Mehrwert darin und muss entscheidend sagen, dass Curved mir nicht gefällt. Besonders einfach mit dieser Spiegelung und dem ganzen Geglänze. Was ich wiederum auch interessant finde, ist ja, warum gibt es im Kino keinen Curved? Ich meine, ein Kinosaal mit einer gewölbten Scheibe. Das wäre doch sicherlich interessant. Oder bei den besonders großen Monitoren und Fernsehern. Warum ist die Curved nur links und rechts? Warum nicht oben und unten? Wenn ihr schon Curved macht, dann doch richtig. Spaß beiseite, jetzt mal wirklich. Ich persönlich sehe in Curved einfach keine Zukunft und ich verstehe nicht, warum da damals so ein Hype drum gemacht wurde. Teilweise hält dieser Hype ja immer noch an, aber ich persönlich sehe es schon, dass Curved-Monitore in den Läden immer weniger werden, im Medimax, im Expert, aber auch im Saturn- und Mediamarkt. Ich sehe immer weniger Curved. Ich kann mich noch gut dran erinnern, vor ein, zwei, vielleicht auch drei Jahren. Die Läden waren voll mit Curved. Es gab fast nur Curved-Monitore und Curved-Fernseher. Zumindest in der Ausstellung, weil die wurden ganz groß und ganz toll beworben. Aber die bringen nichts. Das haben anscheinend nun die ersten Konsumenten bemerkt und der Umsatz bei Curved-Geräten geht mittlerweile zurück und auch aus den Läden verschwinden diese allmählich. Deswegen, ich bin gegen Curved. Vielleicht seht ihr das ja ähnlich oder ihr habt Curved-Geräte und seht das völlig anders und seid für Curved. Alles unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Feedback zum Video könnt ihr natürlich auch gerne dalassen. War wie üblich ein einfaches Labervideo. Das war's und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht euch noch einen schönen Tag und tschüss Internet.